So, Tagchen Leute, jetzt machen wir heute mal zur Abwechslung ein Koop-Spiel. Ich habe hier noch zwei Freunde dabei, den Falk und den Jörg. Ihr könnt ja mal Hallo sagen. Hallo. Jo, und wir wollen jetzt heute mal euch zeigen, ich mache das mal in einem eigenen Spiel, das ist eigentlich wurscht. Das andere, wenn ihr das machen würdet, hier über Spielvermittlung, und zwar das da. Da würde dann irgendwie eine Zufallswelt generiert werden. Ich möchte aber heute mal Spieltyp, Koop Abenteuer, Borneo spielen. Einstellung habe ich auf Normal. Jo, dann dürfte alles soweit stimmen. Spiel starten. Wollen wir mal gucken, wie es so läuft mit uns dreien. Einer wird der Drake sein, das bin wahrscheinlich ich. Einer ist die Chloe und einer der, ja, wie hieß er noch? Sullivan oder so, ne? Ja. Auf geht's. So, alles klar, jetzt geht's los. Diesmal spielen wir nicht gegen irgendwelche Leute, die auch hinter PlayStation sitzen, sondern einfach gegen den PC. Also, naja, PlayStation halt. Wenn hier einfach mal wild drauf los, um eine Waffe zu organisieren. So, eine lange Waffe habe ich, aber eine kleine bräuchte ich vielleicht, ne? Ja, Schrot ist zwar nicht so für mich, aber naja. Ja, sieht so aus. Öffnen Sie das Ding. Wir können das Schloss mit einem Gewehrkolben aufbrechen. Ich habe Kolben und Gewehr. So, alles klar. Einer muss jetzt die Kiste machen, die anderen beiden müssen versuchen, die Leute zu killen. Am besten immer erst anschlagen und dann die Gegner immer erst killen. Und schon immer am besten. Okay, soll ich mal wieder schlagen? Ja. Ist ja ziemlich ruhig heute so an Gegnern. Fast geschafft! Sieht aus, als wäre sie in Einzelteile zerbrochen. Ja, weiß ich nochmal den Rest. Los geht's. Alles klar? Jo, dann heb mich mal hoch, ne? Und nicht meckern, dass ich zu schwer bin. Ladies first. Nein. Nein, was fällst du runter? Ist das mit Absicht? Nee, eigentlich nicht. Thank you.
später, ne? Bei Schwärmgegnern immer nur mit Abschied. Ich bin noch uneins hier, was ich an Waffen nehmen soll. Das ist so eine scheiß Schrot. Nein, ich fall runter! Ja, jetzt wieder da hochkommen. Ah, hier, alles klar. Jetzt habt ihr auch mal die Welt von unten gesehen. Nur weil ich wieder nicht wusste, was ich für eine Waffe einkaufe, habe ich mich wenigstens gekonnt rausgehalten hier aus den Schlägereien. Oh, haha. Da war ich falsch. Nein! Das sind die sogenannten Bürger, da muss man dann immer das drücken, was gerade angezeigt wird. Der hat ja eine Mütze auf. Jetzt nicht mehr. Hier, nimm das, du Schwein. Und ich nehme die M. Hier, das ist da. Habt ihr auch genug Munition? Gut. Ja. Die mit drei Granaten vorbauen. Immer als erstes mit Töten. Ansonsten gibt es kommen immer neue Gegner. Ach du meine Güte, geh weg da! Oder schmeiß weg, okay, voll relaxed. Ich trau mich dann mal. Anschlagen und dann wieder zurückkommen. Kommt hier jemand? Jetzt, okay. Nein, was mache ich? Reicht's mir, ich muss ihn erschlagen. So. Why? Ich
immer wieder schön zurückgehen. Ja, oder den Partnern hier in dem Falle vertrauen und einfach weiterschlagen. Ihr macht das schon. Oh, die M. M finde ich schön. Komm, schlag ein. Yeah. Wieder hoch. Mit der fetten Laura. So. Und meine Mutter. Kommt gleich wieder hoch. Kam hier jetzt irgendwo jemand? Ich weiß es nicht mehr. Von hinten kommst du nur schwer und leichter. Kein schwer. Achso, dann können wir weiter einkaufen. Weg. Ich bin geflogen. Mach mal hier Tarzan Action. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich fall wieder ganz runter, das habe ich wieder super gemacht. Ich schieße einfach mal, oder soll ich mich anschleichen? Nee, hat sie erledigt. Ah! Ich komme hier nicht weg, ich bin zu blöd. Ja, die Kiste haben wir schon mal gesehen, das ist die dort hinten. Frau sagt, Mann macht. Helm ist ab. Oh. Komm.
Hör auf hier. Fast geschafft! Holla, die Weibchen. Jetzt kommt die Action hier ins Spiel. In dem Fall muss man mich jetzt wiederbeleben. Komm schon. Dankeschön. Jetzt kamen doch, glaube ich, die Endgegner. Ja. Genau. Gehen wir alle mal hoch. Das wollte ich gestern schon gefragt haben. Was sind das jetzt eigentlich für rote Kreise um uns herum? Das ist einmal Magnet, das verstärkt die Munitionskraft. Ach so. Oh, da unten liegt ein Schatz. Ich geh mal runter. Das war's ja dann schon. Mit euch braucht man ja normal und leicht gar nicht zu spielen. Das ist ja. Nein. Wovon reden wir? Was ist das? Guck mal, das ist ein Problem. Zweistämmige Gott? Ja, genau.
Statue haben sie im Vatikan. Unbezahlbar. Unbezahlbar also. Das ist das also, was Lazarevic will, aber das ergibt keinen Sinn. Vielleicht gibt's mir das eine. Keine Ahnung. Aber ich weiß, wo wir es rausfinden. Wir müssen nach London. Jo, das war's eigentlich auch schon. Ein kleiner Spielfilm sozusagen, wo man mit zwei Freunden dann zusammen Koop spielen kann. Oder wenn man mal alleine ist, kann man halt in diese Spielvermittlung gehen, dann kriegt man noch zwei Leute dazu. Wenn einem das mal auf die Nerven geht im Deathmatch, ist das mal eine gelungene Abwechslung. Gab's auch schon in Teil 2, fand ich ein bisschen besser irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, ich kann es nicht erklären, aber naja. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch euch, ihr, die mitspielen durftet. Na klar. Jo. Okay, gut. Dann sagen wir mal alle zusammen. Tschüssi. Ja, ciao, ciao.